Die Reden des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers beim Gedenkakt sehen Sie natürlich später hier bei uns in der Sendung. Vorher aber wollen wir uns anschauen, wie Österreich im Kampf gegen die Pandemie vorankommt. Im Burgenland werden am Montag ja Schulen und Geschäfte wieder aufsperren. Ob das sinnvoll ist, dazu werden wir hier in der Sendung gleich mehr hören. Zuvor noch Harald Jungreutmeier und Brigitte Ulz-Dallinger zu den geplanten Lockerungen. Lockdown oder Öffnung, ein umstrittenes Thema. Und das, obwohl Intensivstationen im Notbetrieb sind. Im Burgenland etwa gibt es einen neuen Höchstwert an Intensivpatienten. Patienten werden immer jünger und dann, wenn sie zu uns kommen auf die Intensivstation, ist es dann immer sehr schwer, dass sie das selber akzeptieren, dass sie jetzt wirklich krank sind. Sie haben dann immer Panikattacken, sie sind wirklich voller Angst, weil sie wissen, es geht ums Leben dann. Die Patienten sagen noch, bevor sie intubiert werden, ich will nicht sterben, ich will wieder munter werden. Oder stellen uns die Frage, werden wir überhaupt noch munter? Und natürlich wissen wir, dass einige leider nicht mehr munter werden. Dessen ungeachtet hat Burgenlands Landeshauptmann Doskozil die Öffnung angekündigt. Ab Montag werden Schulen und Handel wieder aufsperren, flankiert von einem massiven Testprogramm. Wir haben, was die Inzidenz betrifft, was die täglichen Fallzahlen betrifft, was den R-Faktor betrifft, haben wir eine perfekte, wenn man das schon in dieser Situation sagen darf, eine perfekte Entwicklung. Wir gehen nach unten und wir sind unter den Top 3 Bundesländern. Auch in anderen Bundesländern wird der Ruf nach Öffnungen im Mai laut, etwa vom Tiroler Landeshauptmann Platter. Rückendeckung bekommt er vom Direktor der Innsbrucker Uniklinik für Innere Medizin, Günther Weiß. Lockdowns hätten sich abgenützt. Weil einfach die Dauer der ganzen Pandemie schon sehr lange geht und die Menschen sich mit jedem Lockdown einfach immer mehr von den Maßnahmen verabschiedet haben, versuchen ihre sozialen Kontakte wahrzunehmen, sich außerhalb der Möglichkeiten im privaten Bereich zu treffen und wo es halt dann immer wieder zu einem Infektionsgeschehen kommt. Auch für den Gesundheitsexperten des Instituts für höhere Studien haben die Lockdowns an Wirkung verloren. Er plädiert für wohlüberlegte Öffnungen. Mich wundert es ein bisschen, dass man nach einem Jahr Pandemie sich noch nicht überlegt hat, wie man sicher manche Bereiche öffnen kann. Auf jeden Fall kann man alle möglichen Aktivitäten draußen einplanen. Man kann aber auch in Räumen, die man sehr gut lüften kann oder luftreinigen kann, andenken, hier Öffnungen zu machen, insbesondere wenn man auch Tests und Masken dazu nimmt. Das gelte für viele Bereiche von der Gastronomie bis hin zu Theatern und Kinos. So angespannt und unübersichtlich die Situation jetzt ist, zumindest der Ausblick gibt Hoffnung. Mit der wärmeren Jahreszeit dürften die Infektionszahlen sinken. Dazu kommt die steigende Immunisierung der Bevölkerung nach überstandener Corona-Erkrankung und zunehmend auch durch Impfungen.